Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Emperor. Im letzten Part wurden wir angegriffen, hatten einen totalen Arbeiterüberschuss, den wir mit ein bis zwei Steinbrüchen kompensiert haben. Und haben unsere Nachbarschaft mit Stein zugemüllt, haben hier einiges an Stein abgebaut, haben eine gewisse Armee aufgebaut. Und haben den Angriff eigentlich mit Bravour überstanden, ohne irgendwelche großen Sachen. Also war keine große Sache in dem Sinne, meine ich. Und hier können wir mal einfach alles verweigern und Waffen herholen. Nicht viele. Nur 8, aber die sollen dann zum Verkauf da sein. Mir dann ehrlich gesagt auch wurscht, wie das mit dem Buddhismus ist. Mein Hauptaugenmerk liegt jetzt erstmal beim Taoismus. Der ist exzellent, das ist wunderschön. Da. Hier rennen sie auch fleißig rum. Geh doch mal ein Tier fangen, meine Güte, wenn du nichts zu tun hast. So, irgendwann. Oh, jetzt endlich mal haben wir hier das frei. Damit wir auch ein bisschen Seide kaufen können. Seide verkaufen. Gibt's irgendwas? Gibt's irgendwen, der vielleicht Papier kauft? Irgendwas, was wir noch sonst noch im Überfluss haben? Natürlich nicht. Auch wir haben Chengdu, der uns Jade verkauft. Und Guangzhou kauft geschnitzte Jade. Das ist wunderschön. Dann machen wir irgendwo mal hier im Auge eine Produktionskette dafür hin. Oh, ich würde sagen, hier unten. Chengdu. Das ist ungünstig, das so weit weg zu machen. Wenn wir das noch irgendwo produzieren wollen. Hier können wir es nicht hinmachen. Hier ist es auch relativ ungünstig. Muss ich einfach die Stadt mal ein bisschen versetzen. So, du fliegst jetzt mal. Und dann machen wir. Oh, wir importieren ein bisschen Jade. So, und Jadeschnitzerwerkstätten. Und verkaufen dann an dich geschnitzte Jade. Dann nochmal auch unser schönes Geld. Haben letztes Jahr auch schon einiges gemacht. Haben ja auch genug Müll. Kann ich nicht größere Opfergaben bringen. Ich glaube, ich muss das Lager auch immer leer machen. Du wirst auch verrückt, wenn du die ganze Zeit stehst. Klopp, 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 klopp. Ich müll den jetzt einfach mit Dingens zu. Stein. Ich weiß immer noch nicht, wie man Stein opfert, aber es ist mir auch völlig wurscht. Ihr habt euch weiterentwickelt, das ist sehr schön. Dann können wir sogleich was für euch hinbauen. Ihr braucht auch genauso Waffen. Wie alle anderen. Aber das ist schön. Holt ihr die euch auch? Warum ist Tee da unten? Tee gehört nicht da unten. Da unten. Weg damit. Tee gehört auch nicht nach hier. Versuch's gar nicht erst. Gehört auch nicht nach hier. Auch nicht nach hier. Auch nicht nach hier. Und
Auch nicht nach hier. Das Zeug, was wir im Überfluss haben, das. Es ist genau der, den ich nicht haben will. Der ist eigentlich super, aber den brauche ich jetzt nicht, ganz ehrlich. Wer entwickelt sich zurück? Einen Schrein. Es ist doch immer dasselbe mit dem Ding. Ahnenschein. Das schreien die Ahnen. Deswegen heißt er so. Blödsche Mitarbeiter. Ja, bald nicht mehr. Siehst du. Unser Oberhaupt regiert, indem es nicht regiert. Daher wird unsere Stadt von allem unterstützt, das es unter dem Himmel gibt. Ja, an sich mache ich nichts. Die verwalten sich schon selber. Politik macht man ja wirklich nicht viel. Das Lagerhaus ist ja schon wieder voll. Vor allem bringen die da eigentlich. Die bringen 800 Steine. Das ist eigentlich so eine Katastrophe. Deswegen leert sich dieser Steinbruch auch kaum. Weil die mit einer Lieferung. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich brauche Keramik. Warum habe ich keine Keramik? Ach, was für ein fauler Haufen. Ich sollte die Leute mit meinen Geschichten über Mut und große Schlachten inspirieren. Das solltest du wohl. Komm, beweg dich. Keine Sorge. Solange ich bleibe, seid ihr so sicher wie meine Mitbrüder. Oh, das ist doch schön. Solange deine Mitbrüder auch sicher sind. Da will ich auch keinen Tee haben. Ich mag hier unten keinen Tee sehen. Gehört alles doch da oben. Vor allem, weil ich es da oben einfach importiere, ne? Eine Katastrophe ist das hier. Eine logistische Katastrophe. Rampadampampatam. Einfach mal, um sicher zu gehen, dass hier nicht vielleicht doch riesen Umwege gehen. Mache ich das Ganze mal hier hin. Was soll das denn jetzt, hm? Warum stürzt jetzt alles ein? Wo kommt der her? Nein. Darf ich fragen, warum das Ding hier nicht einstürzt, dafür aber die Werkstätten? Ich bin hochgradig verwirrt. Oh. Ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen was opfern. Weg damit. Wir können durchaus mehr Waffen exportieren. Wenn wir irgendeinen Abnehmer finden. Tee können wir sogar auch mittlerweile exportieren, also. ...40 Arbeitslose, das ist völlig okay. 99% Bevölkerung. Ach so, natürlich, deswegen. Ihr seid mir schon ein paar Leute. Kann ich jetzt noch eins hinmachen? Na. Oh. Maximale Anzahl an Force. Ja. Schön, wie auch überhaupt nicht erläutert wird, wie man das vielleicht erhöhen kann. Und Moment. So. Unterbrechung passieren ja immer. 2 Monate vergangen.
Nimm den Stein in die Hand. Die haben anscheinend auch aufgerüstet. Das finde ich nicht so schön. Die anderen Städte sind alle befestigt. Die sind unzufrieden. Ja. Da würde ich sagen, dann würde ich gerne dann noch einen Sihellen bauen. Wenn mir das vergönnt ist, gib mir Keramik. Ich warte zu lange. Natürlich nicht. So, mach das Ganze ein bisschen schneller. Ich brauche mehr Keramik. Gib mir mein Keramik. Importiert doch mal. Kann ich angehen, dass wir überhaupt kein Keramik haben. Verkauf mir Keramik. Geh doch. Jetzt kommst du nicht mehr vorbei. Du bist zu spät, mein Junge. Bin ich der Mitarbeiter? What? Wo wandern die denn schon wieder aus? Das finde ich jetzt schon mal nicht so schön. Etwas attraktiv. Hey. Mehr Statuen. Besser? Nicht besser. Weg mit der Mühle, wir haben genug Nahrungsmittel. Müssen wir irgendwo hinbauen, wo es hinpasst. Das ist so eine Sache, ne? Egal, sie ganz gehen vor. Bist du jetzt attraktiv? Sehr schön. Eine Mühle reicht ja auch völlig. Uiuiui. Da muss ein bisschen zu lange laufen lassen. Und da haben sie sich weiterentwickelt. Was machen wir denn da? Wenn wir schon befestigte Städte haben, dann hauen wir die auch mit Katapulten weg. Am liebsten wäre mir ja noch ein Sihelyuan. Die Frage ist bloß, wo soll man das denn bitte hinhauen? So. Ich hoffe, das zerstört jetzt unser Logistik. Wo ist denn Keramik? Ja, wo ist die Keramik? Ja, wo ist die Keramik? Keramik haben. Oh, leck mich doch. Ich wollte euch dann irgendwann mal angreifen. Ist mir jetzt egal. Oh. Greift der Stein schon hier über? Nicht wirklich. Das geht mir anscheinend doch ein bisschen zu schnell. In meinem Alter. Oh, wir haben auf einmal so wenig Stein. Wie kommt das denn? So wenig Stein. Ist ja voll wenig. Hanf leeren, Stein leeren, das gehört hier nicht hin. Hier kommen nicht schön nur Waffen. Hanf gehört die auch nicht her. Ai. Kann es so schwer sein, ein bisschen in Keramik zu importieren. Wir speichern, das ist eine gute Idee.
Mach ich auch glatt mal. Wir haben so viele Waffen und so wenig Keramik. Ich will Keramik haben. Holen die jetzt ernsthaft von da oben Eisen? Ja. Wenn sie denken, dass sie es brauchen. Komm schon, es kann doch nicht so schwer sein, danke. Nein. Einfach die Frauen hin. Drehen wir es mal zur Abwechslung in die falsche Richtung. Bin ich denn wieder weiter? Das sehe ich jetzt nicht so gut. Was ist das jetzt? Keramiken, ja, das ist klar. Irgendwie keine Keramik mehr. Verkauft denn nicht irgendwer vielleicht noch Keramiken? Hm? Du, nö, du, nö, du, nö, du, nö. Fordern wir einfach als Tribut dann irgendwann mal Keramiken. Ja, natürlich verteidigen wir. Kitan-Soldat. Kitan? Kitan? Ist das nicht das Alt-China? So. In aller Ruhe. Die Musik fehlt irgendwie. Ist irgendwie gerade nicht so spannend. So. Super! Sowas liebe ich. Einfach funktioniert nicht mehr. Nein, wirklich. Das ist mir noch nicht passiert. Dass das Programm abgestürzt ist. Wirklich nicht. Naja, auch wurscht. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Musik ist wieder da, die Leute sprechen wieder mit mir. Und wir haben keinen Keramik. Das ist ja was Neues. Glück weiß ich halt ungefähr schon, wo ich den Scheiß hier hinplatzieren muss. Die schönen Statuen hinplatzieren muss. Und die Zäune. 2 Monate haben wir noch Zeit. Jetzt wissen wir ja sogar, wo die einfallen. Und wer die fallen nicht am selben Ort. Dann eskaliert es. Aber heftigst. So, ist er weg. Stadtmauer. Anscheinend können sie sich nämlich hier durchbacken. Und das finde ich nicht so angenehm. So, dann schicken wir schon mal zumindest die hier schon mal auf halbem Wege hin. Hier alle mal schön auf einem halben Wege. Du wirst begeistert. Dich. Wo bist du? Dich schicken wir einfach auch schon mal hier hin. Jetzt müssen wir nur noch das machen, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben. Jo, passt. Guck mal, hier sind 3 frische neue Lagerhäuser. Klopp. Speichern nochmal direkt vor der vom Angriff. Höh. Da ist er sogar schon. Schön. Juti. Dann schicken wir mal in alle Ruhe die hin. Die Musik ist auch wieder da. Das heißt, das Programm funktioniert wieder.
sagst du? Die bloße Erwähnung meines Namens reicht, um allen mutigen Männern der Erde Angst einzujagen. Naja, zumindest in China. Der Rest kennt dich nicht. Tja, mein Freund, du bist machtlos. So. Ah, Leute, es nützt doch nichts. Hey! Kannst du das mal lassen? Handelsstation, das ist nicht so schön. Kann ich nicht. Könntest du bitte mal angreifen? Kitan, das ist doch... Kitan. Das muss ich jetzt nachschauen. Das ist jetzt ziemlich still. Das muss ich jetzt nach... Ist, sag mal, das... Kitan? Das ist doch Russisch. China auf Russisch, oder? China, nach Russisch. Russisch, wo ist das? China. Kitai. Ja. Da weiß man auch, das ist, warum die dann hier Kitan heißen. Das ist China. Ein uralter Name für China. So alt, dass es nur die bei den Russen noch drin ist in der slawischen Sprache. Aber eben nicht bei uns in den romanischen, germanischen Sprachen. Gib mir Keramik. Ich möchte meine Keramik haben. Jetzt. Immer die typischen vier Seide. Ach komm schon, das kann doch nicht so schwer sein. Ich beobachte hier gespannt. Was soll das denn? Fuck. Natürlich kommt keine Keramik mehr rein. Ich will mehr kaufen. Waffen, Stein können wir verkaufen. Das ist nicht so gut. Ja, das war jetzt einmal nix. Haben wir noch irgendwo eine philanthropische Erfreut? Kannst du mir ein bisschen Keramik geben? Ich gebe dir dafür auch massig Stein. Der kauft Stein. So ein Lappen. Ich fordere von dem ja so viel Keramik. Spiel speichern ist gut. Ich überziehe jetzt mal. Da überziehe ich mir jetzt so. Ach nee. Ich mache jetzt noch eine Folge. Sehen wir uns dann bald wieder. Bis dann. Bis dann, rein und tschüss. Ich habe gerade echt viel Lust auf Embro. Unglaublich.